Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Sind Sie ein Mensch? Woran macht man das fest? Also ich würde das daran festmachen, ob ich ein fremdbestimmtes Säugetier bin, dem man sagt, was es zu tun und zu lassen hat, oder ob ich selbst für mich entscheide, was für mich sinnvoll und richtig ist. Also, sind Sie ein Mensch? Überlegen Sie sich das mal ganz in Ruhe. Und dann werden Sie in Ihrem Leben Ihre Entscheidungen, die Sie betreffen, sorgfältig selbst für sich klären und dann auch so danach handeln. Ja? Also ich zum Beispiel brauche diese Regierung nicht, damit sie mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, sondern ich sage dieser Regierung, was sie für mich tun kann. Ja? Und dann würde ich mal vorschlagen, alle Maßnahmen betreffen Corona sofort und da freiwillig zu verankern. Ja? Jeden Menschen, der irgendeinen anderen einschränkt in seiner Freiheit, weil er die App nicht hat, weil er die Impfung nicht hat, weil er einen Test nicht hat, sofort zu verwarnen, wie man das auch in den USA schon in vielen Staaten inzwischen tut, weil vor dem Gesetz sind wir alle gleich. Es gibt nicht Geimpfte und Ungeimpfte, die unterschiedlich vor dem Gesetz behandelt werden. Ja? Wer das gerne möchte, begibt sich auf Abwege, die ich in keinster Weise irgendwie mit dem Rechtssystem, was wir ja eigentlich haben, rechtfertigen kann. Ja, also unser Grundgesetz hat an der ersten Stelle den ersten Paragraphen belegt mit: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und darauf werde ich jetzt permanent herumreiten. Ja? Und ich mache all diesen Zwangskäse nicht mit. Null. No maske, ja? No Impfung, no App, okay? Alles klar? Also, sind Sie ein Mensch? Ich bin es. Claro? Sie wissen, worum es bei dieser bösartigen Krankheit geht. Sie wissen, wie man sich schützt, dann tun Sie das einfach. Ja? So, und wenn Sie es nicht wollen, dann lassen Sie es halt sein. Aber unsere Krankenhäuser, ob die überbelegt sind oder nicht, das ist einfach nur eine Frage der Krankenhausplanung, der Bezahlung von Pflegern, von Ärzten, von sonst wie wem. Das hätte man in einem Jahr alles regeln können. Das hat die Bundesregierung nicht getan. Sie hat auf kompletter Linie versagt. Und mir muss jetzt niemand kommen mit irgendwelchen Freiheitseinschränkungen. Ja? Das ist tatsächlich undemokratisch. Ich sage jetzt das F-Wort nicht, was ich an dieser Stelle immer gerne sage und erkläre. Denn in 2 Wochen, habe ich irgendwo gelesen, gibt es neue Upload-Filter bei YouTube. Und ich muss mich ja schon mal dran gewöhnen, was man denn hier sagen darf und was nicht, damit das Video überhaupt noch hochgeladen werden kann. Ja? Also, Namaste.